Ja, meine lieben Damen und Herren, hier zurück bei Throne and Liberty und wir müssen noch vom Insel der Sternenerben müssen wir noch die Belohnung bekommen und da sehe ich gerade mal hier oben rechts im Bildschirm Y gedrückt halten, da ich ja mit dem Controller spiele. Steuerungsmodus beenden. Was ist denn das jetzt? Ach so. So, da kommen wir in einen neuen Fenster rein. Abenteuer, Erkundung, Sammlung. Und ganz oben drüber haben wir 1, 2, 3 Felder in der Mitte Gold. Ich denke, das ist unsere Währung. Was daneben ist, das weiß ich auch noch nicht. Wie gesagt, ich spoiler gar nicht und ich spiele absolut blind. Und muss auch daher erstmal verstehen, worum es hier geht, da es auch gar nicht die Art meiner Spiele ist. Ne? Aber es macht mir Spaß und deswegen habe ich mir gesagt, komm, da machen wir ein Gameplay von, wie viele Folgen es tatsächlich gibt, weiß ich noch nicht. Wir werden sehen. So, was haben wir hier? Ach, das sind die Belohnungen. Ja, Verkaufspreis 440. Ist alles dasselbe, ne? Nee, Fernkampf Trefferchance 10, Nahkampftreffer Chance 10. Was ist das? Nahkampfverteidigung 30, Max Mana. Ach so. Ja, dann gehen wir doch mal hier drauf, ne, würde ich sagen. Leder 3 Spitz oder sollen wir einen vergessener 3 Spitz nehmen? Was ist denn da besser? 30-30 vom Fernkampf Trefferchance 10 ist dasselbe. Ja, dann ich würde sagen, nehmen wir das, ja, das kleinere hier. So, anfordern. Kodex abgeschlossen. So, da habe ich was bekommen. Ja, das würde ich dann auch gerne nehmen, weil ich ja auch liebend gerne mit dem Bogen schieße hier in diesem Spiel. Das habe ich ja schon herausgefunden. Aber hier sehen wir auch Erkundung. Da sind ganz viele Sachen hier auf der linken Seite. Aha. Ja, Leute, in den letzten paar Videos, die ich gemacht habe, da hört man auf dem Handy wohl bemerkt nur so ein Pfeifen im Hintergrund. Ich hoffe, ich habe das behoben bekommen. Mit irgendwelchen Rückkupplungen hier gibt es gar nicht. Ja, auch mit meinem Handy nicht. Gar nichts ist mehr da in der Störreichweite. Und alles andere, was es so an Audio, dies, das gibt, habe ich deaktiviert. Naja, das Problem hatte ich vorher schon mal und wusste nie so richtig, worum es da ging, warum es so ist. Irgendwann war es mal weg. Und zumindest hier, ja, vom Rechner und vom Sound her war es weg. Und jetzt habe ich jetzt über das Handy mal ein Video abgespielt und da ist dieses Pfeifen wieder, ne? Kriege ich die Krise, Leute. Ich weiß nicht, woran es liegt. Tut mir leid. So, ein nicht versendeter Brief. Was haben wir denn da gemacht? Den habe ich wohl eingesammelt. Okay. So, Abenteuer. Da wollen wir mal gucken jetzt. Prolog. Es ist immer noch der Prolog gewesen. Das haben wir jetzt abgeschlossen. Und das nächste, was da kommt, ist... Hallo? Ach so, das kann ich nicht. Moment, kann ich noch mehr nehmen? Nee, das war's. Okay. So, ach so. Ja. Chat teilen. Im Chat teilen. Warum? Boah, Leute, ist so. Muss erst mal gucken, warum das hier nicht geht. Siehst du das? Ne? Zu finalen Belohnung wechseln. Rechts. Prolog, Inselstern. Die Akkoim-Legion ist erneut auf der Flüsterinsel eingefallen, der Sternenerbe, der vor 10 Jahren den katastrophalen Krieg miterleben musste, kämpfte tapfer gegen die Angreifer und verteidigte die Insel. Wie komme ich denn da, wie kann ich denn da weiterlesen? Da fehlt so ein bisschen Text, habe ich das Gefühl. Dann begab er sich auf eine abenteuerliche Reise um die Welt, um mehr über die mysteriöse Macht der, keine Ahnung,
Ab da geht es nicht weiter irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie ich da hinkomme. So. Abschlussbelohnung, Belohnung erhalten habe ich, ja. So. Weiter geht's. Es ist so umfangreich. Ich muss da erstmal checken, wie es hier weitergeht. Wie komme ich denn auf das linke Feld da jetzt mal? Ich nehme mal die Maus wieder in die Hand. So. Das machen wir jetzt als nächstes. Die Tragödie der Familie. Na komm, schneller. Kasi, keine Ahnung was. So. Der Rat des Lagerverwalters. Befrage Lagerverwalter Melke im Platz der Befreiung zu Matinee. Um das Überlaufen der Malve-Essenz in deinem Körper zu verhindern, bist du auf der Suche nach Matinee Kasil, nach Kastleton gekommen. Schaffst du es, Martine hier zu treffen und mit dem Mana-Wahnsinn fertig zu werden? Du musst dich zuerst mit dem Lagerverwalter treffen, der das Dorf gut kennt, um herauszufinden, wo sich Martine aufhält. Also, wir müssen uns erst mit dem Lagerverwalter treffen, um dann herauszufinden, wo Martine sich befindet. Ja, lieben gern. So, wie kann ich das aktivieren? Kontrollmodus aktiviert. Ja, irgendwie ist es dann automatisch. Ich weiß es auch nicht. Der Rat ist lange verwaltet. Befragung der Lagerverwaltung. Ja. So, und das ist wo? Irgendwo hier, ne? Da ist er doch, der Lappen. Oh ja. Hier sind ganz viele Spieler, Leute. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Der Platz war doch leer. Ja, ich war ja gestern mal ganz kurz hier gucken, aber das war leer. Junge, Junge, Junge. Oh, was ist denn das? Giftmaul. Ey. Ey, was ist denn hier los? Was macht die Spinne hier? Leute, wir haben einen Feind. Es gibt Spinnen in diesem Spiel. Ach nee, warte mal, das sind. Ach so, wie mein Amitoi. Das ist ein Amitoi. Oh, das ist aber cool. Warum habe ich denn sowas nicht? Ach, das ist ja lustig. Oh, so eine Spinne hätte mir, so ein Rednetz-Spinne hätte mir auch gut gefallen. Cool. So, hier müssen wir hin. Ich bin auf der Suche. Boah, der ist so laut. Ist auch egal. Ich bin auf der Suche nach Martinet. Aber da haben wir auch Lager. Da gucken wir mal als erstes drauf. Das ist das sicherste Lager der Welt. Ach so, da kann ich Sachen lagern. Schön. Wie kann ich das denn? Aha, jetzt geht's los. Hier so. Ja, so Sache. Ich lasse erstmal alles in der Tasche, was ich so habe, weil. Ich habe noch nicht so viel, ne? Mehr Auswahl, Gegenstände auffüllen. Schnell lagern. Kein Gegenstand für schnell lagern. Alles klar, gut. Das ist auf jeden Fall eine gute Funktion, will ich mal sagen. Moment. Okay. So, wir machen mit der Geschichte aber weiter. Wenn es irgendwas gibt, was zu fragen hast du dann von. Ja, ich hoffe, das ist nicht zu klein für euch. Könnt ihr mir in die Kommentare bitte schreiben, wie mit dem Sound zum Beispiel, nämlich auch, dass der nicht das Gelbe vom Ei ist. Ja, da habe ich ja gerade was zu gesagt, aber gebt mir mal in die Kommentare beschreiben, ob die Untertitel zu klein jetzt sind. Ne? Ich sitze ja hier vorm riesen Monitor und. Das war mir alles ein bisschen zu groß, deswegen habe ich auch was kleiner gemacht. Und wir fragen ihn jetzt, damit wir mal mit der Geschichte hier vorankommen. Er sagt nichts, dann lese ich das mal eben vor. Ei, ich habe keine Ahnung, von wem du redest. Von meinen Freunden heißt das jedenfalls keiner so. Wenn du nichts deponieren willst, hau ab. Und schlecht. Ich habe dieses Zeichen von Clay. Oh, das gehört echt Clay, Mann. Du kennst Clay? Martinet musste untertauchen. Du musst mit der Priesterin sprechen.
Kapitel 1, die Tragödie der Familie Casil. Du kannst jetzt mit diesem Abenteuer-Kodex. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen zu klein alles für euch. Also links ist der Chat, den habe ich mit Absicht so klein gemacht. So, sprich mit der Priesterin von Aina Grace in Castleton. Das ist sie dann wohl? Nein, was ist das? Okay. Ich weiß nicht, was ich da getan habe. Egal. Wir gehen zum Ziel. So, und da ist die Priesterin von einer. Hallo. Hallo Grace. Aber warum geht das nicht? Leute, ich kann nicht mit ihr interagieren. Warum? Ist das, weil die Nackeneier hier vorstehen? Einmal, Leute, haut doch mal ab hier. Geht mal weiter, wenn ihr fertig seid. Was ist denn das jetzt hier? Ja. Sprich mit der Priesterin von einer Grace in Casbleton. Abschlussbelohnung, da kriege ich wieder. Was ist das denn? Keine Ahnung. Im Chat teilen. Sprich mit der Priesterin von. Ja, da kriegen wir wieder so komische Fläschlein, aber irgendwie ist das hier ein Bug. Es geht nicht, Leute. Was soll ich denn da machen jetzt? Ja, da seht ihr mal, es ist einfach zu voll, ne? Keine Ahnung, was ich hier mache. Es ist schwierig anscheinend. Ich habe mich jetzt mal anscheinend ausgeloggt. Und wir gehen noch mal rein. An irgendwas muss es ja liegen, ne? Ja, ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, hier richtig mal ein bisschen mitzumachen, bis zu einem gewissen Punkt vielleicht. Ich weiß es noch nicht. So, wir werden natürlich weitermachen jetzt und ich hoffe, dass ich diejenige ansprechen kann, wo wir hin müssen. Ansonsten, da, sprich mit der Priesterin. Ich habe Clays Zeichen und ich, kann ich dir helfen? So rum. Ich habe Clays Zeichen und ich, das ist Clays Zeichen. Einer offenbart die Wahrheit auf geheimnisvollen Wegen. Ich sehe, du hast nichts Böses im Sinn. Ich möchte Martine treffen. Martine versteckt sich derzeit. Du benötigst ein geheimes Passwort, um sie zu treffen. Eine Sicherheitsmaßnahme als Schutz vor dem Zugriff. Arkholms. Was soll getan werden? Um den ersten Teil des Passworts zu erhalten, sprich mit dem Gemischtwarenhändler vor Ort. Sag, dass du auf der Suche nach einer roten Blume bist und zeige Clays Zeichen. Dann erhältst du den Teil des Passworts. Gut. Also, das hätten wir. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich die Belohnung schon freigeschaltet, nicht wahr? Oder irre ich mich da jetzt? Es ist noch nicht abgeschlossen. Das gehört noch dazu, ja? Okay.
Gut, sprich mit Gemischtwarenhändler Scott. Der war dort hinten. Geht mir aus dem Weg, geht mir aus dem Weg, Leute. Da ist er. Juhu! Brauchst du etwas? Ja, ich suche nach einer roten Blume. Ich habe dieses Andenken. So, Leute, ihr seht mal, gerade musste ich die Sachen selber vorlesen und jetzt hat er es auf Englisch bla bla. Und ja, willkommen. Ich sehe, du trägst Kleeszeichen bei dir. Verdächtige Gestalten haben in letzter Zeit nach Martinet gefragt. Wir vermuten, sie gehören zu den Akräumen. Muss das denn so rot sein? Ich sehe das kaum. So, ich wollte eigentlich von den Puppen das nicht lesen. Ja. Lest mal schön selber, Leute. Ja, okay. Sobald ihr den Mund halten und es nicht vortragen, werde ich es natürlich lesen. Wo finde ich Martin, ey? So. Okay, finde Martinet, sprich mit Fähigkeitenforscher Adrian. So. So, man bekommt das halt immer schön angezeigt. Was ist denn, wenn man hier mit sowas redet? Was bringt uns. Leute, wir können uns sowieso nicht. Ach, das sind immer nur so Kommentare von denen. Aber es ist nichts, was einem irgendwo weiterhilft oder bringt. Ich bin Stufe 1 und habe noch keinen weiteren Punkt bekommen. So, wo ist der Lappen? Kann ich das mal ein bisschen näher zoomen? So. Also Mausrad zoomen, das schaltet das dann nicht um von Controller auf Tastatur und Maus. Das kann man machen. So, Fähigkeitenforscher Adrian. Möchtest du eine neue Fähigkeit? Oh, man kann hier Fähigkeiten erlernen. Ich suche nach einer roten Blume. Ja, jetzt kriegt man hier so eins nach dem anderen gezeigt, wo man was kann. Ne? Mit dem Lager und dann das ja auch. Mit den Fähigkeiten. Ne? Ich suche nach einer roten Blume. Okay, das habe ich verstanden. Ja, ich bin mir aber sicher, dass ich das Untertitel mal ein bisschen größer machen muss, ne? Okay, Leute. Ja. Lass mich mal kurz gucken in den Einstellungen. Ui. Ui aus. Nein. So. Inhalt. Chat-Shift-Größe. Name
Chat-Schiffgröße. Chat-Schiffgröße. Das ist schon oft sehr groß, Leute. Automatische Größenanpassung von Untertiteln. Gehen wir mal auf groß, ja? Machen wir das so. So, es sollte jetzt wieder besser sein. So, zum nächsten. Das verschlossene Krankenhaus. Verwende das Passwort am Eingang vom Krankenhaus von Kastletten in Kastletten. Na, Leute, seid ihr alle krank oder was ist mit euch los? Das ist immer noch so klein. Ich weiß es doch auch nicht, Leute. So, auf einem Zettel an der Tür steht, das Krankenhaus sei geschlossen. Auf dein Klopfen reagiert niemand. Du rufst dir den ersten Teil des Passworts. Was? 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 Moment. Du rufst dir den ersten Teil des Passworts ins Gedächtnis. Ach so. Das Lichtfragment flüstert. Die dunkle Masse schreit. Was machen wir denn? Das flüstert ja auch. Deswegen machen wir das. Und somit ist es richtig. Ne? Du bemerkst jemanden hinter der Tür und hörst, wie sich ein Schlüssel im Schloss dreht. Na also. Ist das schön, dass es alles ohne Ladebalken geht. So, du hast ungelesene Nachrichten. Das verschlossene Krankenhaus spricht mit Martinet verlassen, bla 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 bla. Ich habe ungelesene Nachrichten, hat man mir gesagt. Das heißt, wo? Da unten. Ach, überall, wo so ein rotes Ding ist, haben wir was, natürlich. So, einmal hier ist irgendwo was. Ja, und zwar die zwei Sachen hier. So, das wird dann auch als gelesen markiert. Finde ich gut. Und das ist. Moment, da müssen wir jetzt mal erstmal gucken. Bevor wir jedes andere machen, habe ich ja meine Belohnung noch gar nicht angezogen. Was ist denn das? Was ist das? Einfach Halskette. Die tragen wir aber allerdings schon. Und das tragen wir noch nicht. Und das machen wir aber jetzt. Sehr schön. Da haben wir schon mal ein Hütchen, was uns beim Bogenschießen hilft. Nice, oder? Wenn man ein bisschen beim Spielen bleibt, Leute, also jede Folge ist ganz frisch von mir gespielt. Es gibt keine Folge mit diesem Spiel, was sich von gestern auf heute beruht. Also ja, wenn ich es gespielt habe, bearbeite ich es und setze es live. Ja, ich produziere also nicht im Vorhof. Ne? Also ihr wisst Bescheid. Deswegen muss ich auch immer wieder ein bisschen reinkommen, weil ich spiele keine 3, 6, 7 Stunden hier an einem Spiel und weiß morgen direkt, wie es weitergeht. Also so einige Sachen werde ich wieder vergessen und dann muss ich erstmal für mich reinkommen. So, jetzt habe ich die Mütze aufgezogen. Wie geht es jetzt hier weiter? Die Tragödie der Familie Kasi. Das verschlossene Krankenhaus. Sprich mit, das ist Martin. Hallo Martin. Ich gucke mich erstmal ein bisschen um. Hier liegt was auf dem Boden und wer bist du? Aha, es ist äußerst wichtig, dass du hier für dich behältst. Ach so, ja, alles gut, gut. Du bist unsere Medizinfrau. Guck mal, das ist größer. Das ist Clays Zeichen. Aha. So, du suchst einer. Ach so, okay. Ja, dann heißt es so, wie es ist. Lass mich die Zutaten doch besorgen, Kindchen.
Ranziges Pulver. Und wo ist der Haken? Da ist auch ein Haken, oder? Ich meine, ranziges Pulver, ja. Ich mache mich gleich ans Werk. Ui, was war das? Also, das war jetzt so ein Mana-Wahnsinn. Na? Wie grober Wahnsinn ist es der Mana-Wahnsinn? Ne? Okay, Leute, raus hier. Sorry, dass ich. Ich öffne mal das Hauptmenü, wie unten das steht. Ich habe nämlich einen Punkt, einen Stufenaufstieg. Nee, das ist nicht das Hauptmenü. Da ist das Hauptmenü. So. Werte anwenden. Da. So, durch Stufenaufstiege erhältst du Wertepunkte, die du in deine Werte investieren kannst. Halte X gedrückt, um die derzeitige angewendeten Werte im Detail zu sehen. Ach, jetzt sind das erst die Erklärungen, ja? Wähle einen Wert zum Erhöhen aus. Alle Werte erhöhen deinen Schaden unabhängig von den ausgerüsteten Schaden. Weiter. So. Werte zurücksetzen. 248 Werte anwenden. Ein Punkt. So, entscheide, wie du deine Wertepunkte verteilen möchtest. Du kannst dir den Effekt jedes Werts ansehen, bevor du dich entscheidest. Weiter. Klicke auf Anwenden, um deine Werte festzulegen. Du kannst deine Werte jederzeit mit Wert zurücksetzen, neu anpassen. So, da haben wir sie. Genau, hier können wir das sehen. Stärke dient als Quelle von physischer Stärke, bietet eine starke Verteidigung und erhöht zusätzlich die Max-Gesundheit, Gesundheitsregeneration, den Max- und minimierten Schaden. Erfolgseffekte. So, links mehr anzeigen. So, da wisst ihr, worauf ihr achten müsst. Also ich viel mehr. Und guck mal, wenn ich nach rechts klicke, ach guck mal, ich kann alles, was drüber ist, also ich kann diesen Punkt jetzt hier so mit Rechtsklick auf auf der linken Steuerungstaste nach rechts einmal klicken, reinsetzen, dann haben wir 11 Stärke. Ja, Stärke ist wichtig, es ist alles irgendwo wichtig, richtig? Auch die Wahrnehmung natürlich, ne? Das ist jetzt wieder die Qual der Wahl, ne? Und ich gehe mal auf Stärke, denn ich muss ja auch kämpfen. Was haben wir denn hier? Ach, warte mal. Ja, so. Und dann kann ich das auch hier verwenden. Kochen. Ne, irgendwie nicht. Angeln. Enger Angeln wollte ich euch auch mal zeigen. Ich weiß es noch nicht. Gut, ich würde sagen, wir gehen hier auf Stärke und auf Anwenden. Gut, super. So, alles andere tragen wir soweit. Set für zwei Ausrüstungen und Werte. Wie komme ich denn da hin? Da, Set für. Set für Ausrüstung und Werte ändern. Nee. Nee, 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 nee. Ist schon gut so. Ja, Leute, ihr seht es. Am Anfang ist viel Gefummel, aber ich denke, wenn man dann einigermaßen drin ist und durch das Gröbste raus aus dem Tutorial und Prolog, dann weiß man schon mehr Bescheid und dann geht das flüssiger von der Hand. Ne? Guck mal, wie viele Leute hier rumflippen. Das ist der Wahnsinn. MMO. Ja, Leute, MMO.
So, und es wird auch, denke ich, feindliche MMO, also feindliche Mitspieler geben im Laufe der Zeit. Ich schlage mich gerade so durch. Mehr kann ich nicht tun. Der Bewohner, so eine alte Hexe hier, wie cool die aussieht. Hallo, das ist doch nicht möglich. Ja, so Leute, das minimieren wir und dann gehen wir mal hier drauf wieder. Es ist viel rumgefummeln, ja. Aber es macht mir gerade wirklich Spaß. So, wir haben wieder Belohnungen erhalten. Belohnung erhalten. Finale zu Belohnung wechseln. Finale Belohnung einfordern. Langbogen vergessen. Aha. Schaden 41. Kann ich noch nicht einfordern, nein. Das muss erst ein. Ja, da weiß ich noch nicht so richtig. Bin da so ein bisschen verloren. Wo ist denn die Belohnung hier? Keine Ahnung. Leute, da kommen wir noch drauf. Auf jeden Fall haben wir 1383 Gold. Da stand ja mal gar nichts. Und jetzt haben wir da richtig was drin. Und sprich mit der Priesterin von einer Grace in Castleton. Da gehen wir jetzt als nächstes hin. Wir folgen dem mal so nach und nach. Da ist sie wieder. Und es klappt auch. So, ich habe da tatsächlich noch eine Frage. Ja, einen Moment, Leute. Das Zeichen dafür, dass die Zeit um ist. Und ich würde sagen, wir steigen hier dann beim nächsten Mal ein, aber das machen wir noch eben zu Ende. Ich habe eine Frage zu den Wegpunkten. Ach so, okay. Ja gut, ja. Es ist auch ganz gut, dass man sowas haben kann, denn hier möchte ich natürlich nicht immer die ganzen Wege laufen. Deswegen ist es eine gute Sache, dass man von einem Punkt zum anderen Punkt portieren kann, spawnen kann. Und wir gehen auch weiter. Portation fortan allen verfügen stand. Einen Wegpunkt kann jeder ohne besondere Übung benutzen. Aktiviere den Wegpunkt von Kastleton. Okay, das machen wir. Da waren wir nämlich, bevor wir das alles gemacht haben, mal dran. Wisst ihr noch? Da habe ich mich gewundert. So, möchtest du den Kastleton noch einmal umsehen? So, wir gehen mal eben rein. Also, okay. So, da sind wir wieder. Aktiviere den Wegpunkt von Goldmorgenfelder. Ihr werdet auch immer schön an die Hand genommen und bekommt gezeigt, wo ihr lang müsst. So, wir rennen mal hier rum. Dieser Wegpunkt da, den ihr dort seht, das ist einer von mir selbst erstellter Wegpunkt. Da achten wir mal jetzt nicht drauf. Ist ja doch einigermaßen
So, hier sind die Roggenfelder. Ach, wie schön das aussieht, ja, Leute. Auch die Burg und so, ne? Echt toll gemacht. Defekter Pflücker. Was ist denn mit dir? Oh, ich glaube, den können wir mal befreien, oder? Die eins. Oh, das geht mir zu schnell weg, Leute. Was ist denn da los mit euch? Warum habt ihr. Spielt ihr das Spiel nicht selber als Entwickler? Warum macht ihr denn sowas? Ich kann es doch gar nicht lesen. Noch mehr hier solche komische Dinger? Nö. Das ist ein Bienenstock. Oh, ob das klug war? Schnell weg. Schnell weg! Ui, eine Wespe. Oh, hier sind ja ganz böse Fee. Oh no, was passiert hier? Wo muss ich denn hin? Da. Ey, hier sind. Das sind als Feinde hier, Leute. Guckt euch das an, wie cool das ist. Oh, du hast einen friedlichen. Ey, ein Skarabäus? Ja. Guck mal, hier stehen ganz viele Spieler. Wow. Okay. Gut. Es wurde schlimmer, weil da so ungeschickt war. Die Tragödie der. Oh mein Gott. Wie sie alle hier stehen. Ja. Okay. Der schwermütige Lehrling des. Frage bei Goldapotheke in Goldenrogenfeldern nach der ranzigen Pulver. Wieso? Wie man ein. Wieso? Das ist doch unser Auftrag, oder nicht? Das müssen wir doch noch regeln, oder nicht? Jetzt bin ich leicht verwirrt. Goldroggenfelder. Wo bin ich denn? Goldapotheke. Also wir müssen hier ranziges Pulver doch sammeln, oder? So, da ist wieder dieses Pin-Dingen. Persönliches Pin, so. Ja. Ich komme gerade mal wieder nicht klar, Leute. Wie war das denn nochmal? Sollte ich nicht hier. Sprich mit Ashton, dem Offizier der Widerstands in Goldrogenfelder. Also, es ist jetzt. Wieder äußerst. Warum komme ich denn immer hier drauf? Was soll das denn jetzt? Ranzigen Pulver. Ich habe das doch schon gemacht, Leute. Warum muss ich denn da wieder hin? Oder ist das einfach nur. Verstehe ich jetzt nicht. Leute, das verstehe ich nicht. Muss ich jetzt wieder dahin oder was? Ich kann ja Sachen annehmen, indem ich hier einfach drauf gehe, oder? Bin ich jetzt echt. Sprich mit Ashton, Offizier. So, das ist doch das nächste eigentlich. Warum ich zwei Sachen auf einmal kriege, weiß ich jetzt auch nicht. Nee, das ist verkehrt.
Also das haben wir doch erledigt hier. Warum wird mir das denn rechts angezeigt? Ich bin da ein bisschen schwer vom Begriff, Leute. Ja? Okay, wir gehen da nochmal hin zurück. Das ist ja absolut bescheuert gerade. Warum? Ich muss doch hier hin, um was zu pflücken. Warum muss ich denn das jetzt wieder machen? Ist das jetzt teils noch Tutorial oder was? Goldroggenfelder. Moment, Moment. Ich muss doch jetzt. Moment. Jetzt bin ich aber total Banane hier. Also das ist das mit so. Mit solchen Spielen, ne, da kommst du durcheinander langsam mit, ne? So, ich mache jetzt so, hier sind wir und ich rede jetzt mit dir. Wie bedient man die Wegpunkte, frage ich denn jetzt? Wenn du eine Hand auf deinen Wegpunkt legst, wird die Formel aktiviert und der Stein leuchtet blau. So, okay. Wir öffnen die Karte und wählen einen mit blauem Licht Wegpunkt aus. Weiter. Oh Gott, ich immer, ich komme hier durcheinander, Leute. Was soll ich tun? Ich habe das noch nicht begriffen, Leute. Ich habe nämlich keinen blauen Wegpunkt. Wo soll ich mir einen machen? Ich habe keine Ahnung, echt. Menü öffnen, mein Standort. Warum steht denn da nicht Einstellungen anpinnen? Modifizieren? Ich will den Pin löschen. Pass mal auf. So, habe ich noch einen? Ich sehe nämlich hier nichts Blaues, oder? Wartet mal. Ach, es geht nur um die Städte da oder was? Nee. Wie kann ich denn jetzt irgendwo hinputzieren? Ach so, ja, seht ihr, aber es ist ja nicht blau. Ja, es ist ja nicht blau. Ich dachte, ich könnte jetzt sofort hierhin teleportieren. Da tut sich nichts. Okay, wir gehen dahin, Leute. Also da muss ich jetzt mal klarkommen, Leute. Ne? Das ist, ja, ich lerne das Spiel kennen. Die Zeit ist schon längst um und ich bin immer noch mit euch hier drin. So, die erste große Geschichte abgeschlossen, bla bla. So, Kräuterkunde, der Lehrling. Ja, wie du mir helfen kannst. Wer macht hier die Kräuterkunde? Ja, natürlich. Ich brauche ranziges Pulver. Ja. Ja, aber dein Meister vielleicht. Was? Wie bitte? Aber kannst du es herstellen? Wieso nicht? Ja,
Nehme mir die Zutaten. Nenne mir die Zutaten, sorry. Verrückte Herzen von gefährlichen Pflückern. Oh, was? Solche gefährliche Sachen soll ich tun? Windhügelküste. Keine Ahnung, warum ich das nicht gelöscht kriege. Auf jeden Fall haben wir hier Windhügelküste und da machen wir jetzt mal so einen Pin hin. So, persönlicher Routenpin. Und warum ich den nicht wegkriege? Ich möchte diesen Pin hier gerne entfernen. Alle Pins löschen. Ja, das geht nicht, keine Ahnung. So. Blabla, Platzierung der Routen. So, jetzt geht's los. Rezept für ranziges Pulver, Leute. Besorge ein verrottendes Herz, besorge einen Giftstachel und kontaminiertes Horn. Okay. Jetzt gehen wir hier nochmal gucken und klicken das an. Muss ich gar nicht machen, ne? Goldenroggenfelder. Ach, da haben wir den Pin. Inhalt verwalten. So. Aha. Standort ansehen. Favoriten hinzufügen. Und was geht jetzt hier ab? Belohnungen. Ach, das ist ja toll, was man da kriegt. Gut. Abenteuer. Sammlung. Moment. Ich würde gerne dahin. Nein, geht nicht. Quick-Info. Favoriten hinzufügen. Standort, Orten sehen. Okay. Kann ich jetzt dahin portiert werden? Einstellungen anpinnen. Menü. Der Server getrennt. Warum? Ja, Leute. Okay. Also das ist auf jeden Fall, das gibt es noch. Also diese, ja, weil ich meine Puppe nicht bewegt habe, müsste immer halt machen zwischendurch, ne? Auch wenn man im Menü hängt in diesem Spiel, kann man dann runtergeworfen werden. Das haben die blöd gemacht. Okay, Leute. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Throne and Liberty wieder und dann besorgen wir die Zutaten. Okay? Bye bye.